Ich bin Justin Peter, ich habe den Namen bekommen, als er noch cool war. Also Justin. Ja, das sagt mein Freund Kevin auch immer, aber... Lauter! Diese Nummer kostet mich jedes Mal 8,95 Euro am TM. Ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, warum ich das hier mache. Nein, nicht, dass ihr jetzt denkt, der Wichser. Nee, es ist tatsächlich meine Kabarettnummer. Ich möchte Missstände aufdecken. So macht man das ja im Kabarett, ne? Ja, ihr habt schon mitbekommen, was für Missstände? Richtig. Das allgemeine Tempolimit auf Autobahnen. Reicht nicht, ne? Naja, gut. Kannst du noch ein bisschen lauter machen? Vielen Dank, ich müsste das patentieren lassen. Pfizer sucht noch, habe ich gehört. Das ist die Firma von Viagra. Egal, man kann nicht alles wissen, ne? Dafür bin ich hier. Tja. Jetzt bin ich aber auch fertig. Ne? So, das waren die ersten 2 Minuten meines Programms. Man kann mich buchen. Ja, man kann mich buchen. Geburtstage, Trauertage. Kündigungen, auch wenn Sie jetzt zum Beispiel denken, ich bin Arbeitgeber und möchte jetzt jemanden kündigen. Ich würde mich anbieten für einen Fuffi und ein bisschen Verpflegung. Mein voller Ernst. Also lachen Sie bitte nicht über meinen Beruf. Danke. Naja, egal. Also geile Leute. Reutlingen, ich komme aus Karlsruhe, gell? Auch nicht besser, aber die Leute sind hier schöner. Habt ihr Tattoos? Hat hier irgendjemand Tattoos? Sagen wir doch nicht, wo wir Tattoos haben. Ja, nicht wo! Ob. Ich wollte mir mal einen Ferrari auf dem Penis tätowieren. Da hat mich der gefragt, ja, was für eine Farbe. Dann habe ich gesagt, egal, ich fahre dir gleich in den Arsch, gell? Nein, Späßchen. Ich bin eigentlich ganz lieb. Ich bin der Gutaussehende unter den Hässlichen. Ne? Quasi der Niki Lauda unter den Verbrennungsopfern. Oh. Ja, ich fahre jetzt bald nach Mallorca mit meiner Freundin. Ja, ich habe eine Freundin! Ja, wäre auch blöd, wenn ich gesagt hätte, ja, Mallorca! Ja, ich fahre nach Mallorca, ist geil, und zwar mit Lauda Motion. Lauda Motion, die ehemalige, Girl is the Wine, ja, die ehemalige von Niki Lauda. Ja, Niki Lauda war schon immer ein VIP, ne? Ein very inflammable person. So arg. Ich hatte früher eine Nummer, aber die kam dann irgendwie, wie heißt das, nicht gut an. Und da hatte ich eine Freddy Krüger Maske auf. Gibt auch noch Aufnahmen.
Naja, und hab halt quasi Niki Lauda imitiert. Dann kam ich raus mit der Freddy Krüger Maske und sagte, ja, hallo, ich bin Niki Lauda. Ich arbeite jetzt mittlerweile nebenberuflich und hauptberuflich als Brandschutzbeauftragter in einem Theater. Ich rege die Brände und beaufsichtige sie. Gelegentlich lösche ich sie dann mit einem oder mit meinem Gesicht. Ja, aber das kam nicht gut an, warum habe ich das gelassen? Gut, dass ich den hier nicht gebracht habe. Ne? Schade übrigens, dass der Saubermacher schon als vor mir kam. Das finde ich ein bisschen blöd. Jetzt könnte man einen Staubsauger gebrauchen, ne? Naja. Gut, Tattoos. Keiner, ja, du hast definitiv Tattoos irgendwo hier. Weil sonst hättest du jetzt nicht da reingeschrien. Aber ich habe eine Tattoo-Idee. Ganz geil eigentlich. Ich tätowiere mir meine Füße auf die Hände und meine Hände auf die Füße. Ich wäre der King bei Twister. Es ist wirklich... Twister?